Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel Gemcraft Chasing Shadows. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll gerade. Ich glaube tatsächlich da, wo wir gerade gewesen sind, um zu versuchen, das endlich mal zu schaffen. Und zwar diese Mission hier. Ja, wir lassen den Rest tatsächlich mal raus. Einfach, um es erstmal zu schaffen. Ohne Trades oder ähnlichem. Das haben wir ein bisschen mehr Initial Mana. Wir sind bei 3165. Das ist tatsächlich schon nicht wenig. Verstehe aber gar nicht, warum ich das nicht hinbekommen habe damals. Die hier rein. War ich so schlecht gewesen? Habe vielleicht viel zu wenig Mana gehabt, wa? Natürlich auch sein. So. Lass uns hier noch ein. Wo setzt man den Tower hin? Gut, wir setzen erstmal einen grundsätzlichen. Aber ich würde gerne tatsächlich zwei machen wollen. Hier hätte ich ihn ganz gerne hingesetzt. Naja. Dann setze ich ihn hier hin. Duplicaten wir. Packen wir rein. Und weiter geht's. Und dann wollen wir hier einen neuen Turm hinsetzen. Dahin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und die werden hier alle irgendwo geboostet. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich verloren habe. Eigentlich so schwer fühlen sich die alle, glaube ich, gar nicht an, ne? So, duplicaten wir auf Structures, danke. Genau, das gleiche. So. Ja, hier vorne erstmal Fokus ein bisschen verbessern, damit die schneller das kaputt machen. Es sind halt auch nur 42 Waves. Sollte also super easy sein. So, 22 Bolzen sollen da drauf. Hier drauf. Drei, vier, fünf, sechs. Okay. Gut, wir werden mal die Dings hier weiterbauen. Unser Labyrinth. So, dann werden die mal geupgradet hier. Sag mal, wie viel Leben haben die eigentlich? Verdammt viel scheinbar. Ah, okay, schon besser. Kaputt. Dann können wir den Mana Shot da hinsetzen. Zack. Hier ein Great Free Gem. Weggebombt. Perfekt. Sieht gut aus. So, das upgraden wir. Das upgraden wir. Das hier auch gleich noch. Ja, das Initialmann hat vermutlich gefehlt, ne? Und vielleicht habe ich zu viele Trades gehabt. Das kann auch sein. Oh, der macht das Tom kaputt. Naja, das will ich ja wieder nicht. Das können wir gerne im Endurance-Mode machen. Aber ehrlich gesagt, stehe ich da gerade nicht so drauf. Alter! Krieg ich immer gleich einen Herzinfarkt, ey! Du. Viech, du! So, 42. Wave. Erledigt. Wie gesagt, können wir das Tomb gleich noch kaputt machen.
Weil viele XP hat es nicht gegeben. War eine echt komische Mission hier. So, zerstören wir gleich das Top, machen wir dazu. Ich muss natürlich... Wir werden hier wahrscheinlich Türme hinsetzen. Müssen natürlich die hier irgendwie alle zerstören, ne? So, das ist gebrochen, das Ding. Okay, perfekt. Ich würde sie gleich mit 36.000 einmal verbessern wollen. Hier haben wir noch einen Hexagonal-Chest. Oh, haben wir noch mehr. Was? Alles war ein Fragment, perfekt. Okay, wir haben verdammt viele Schreine auch, aber die nutze ich meistens immer nicht. Bin irgendwie nicht so ein Schrein-Fan. Ah, das Burrage ist ganz gut, ne? Increased Specials um 30%. Ist schon nicht wenig. Ist schon super. Da kommen die Schildviecher. 72.000 bräuchten wir jetzt. Bam! Das ist schon, ja. Bam, bam, bam. Na gut. Das ist tatsächlich das einzig Starke, ne? Alle anderen sind total much vom Upgrade. Aber Stufe 9 ist noch in Ordnung. Aber der hier, ne? Nicht sonderlich stark. Hey, ich habe schon gut durchgehalten, oder? Muss man schon sagen. Ups. Da habe ich gerade einfach verdammt viel Mana verloren. Weil ich weiß nicht, was ist das denn eigentlich? Possessed Reaver. Speed 3,1. Heilt 160.000 Hitpoints pro Minute. Na gut, pro Minute ist nicht pro Sekunde, ne? Okay, das war's. Die HP kriege ich nicht down. Wir können uns natürlich noch hier auf den da fokussen, den wir zumindest noch killen. So. Bam, 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 bam. Nochmal verdammt viele Dinger hier bekommen. Nicht schlecht. Okay. Geschafft endlich mal diese Mission. Erwerb? Nee, ne? Ist zu wenig gewesen, ja. Das habe ich gerade bekommen? V14? Oder V8? V18? Hier sind sogar zwei. Witzig. G6 probieren wir. Auch das ohne Trade. Wir haben schon mal einen, können vielleicht das hier machen. Wobei ist eigentlich völlig egal. XP-Multiplikator brauchen wir hier nicht. Hauptsache, wir haben das erstmal geschafft. Wobei ich nicht weiß, ob uns das, ob ich die Mission noch kenne. Eigentlich kenne ich die Mission gar nicht. Oder? Wenn man mehr Chain hat, das ist gut. So. Hier wird einmal geschlossen. Und beim Rest kann ich nichts machen. Nehmen wir Mana Leeching und einen Chain Hit und meinetwegen den dann noch. Der einmal duplicated. Und dann hat sich das vermutlich gleich eher erledigt. Mit einem Monsternest. Oh, oder auch noch nicht. Sehr viele Swarmlings mit dem Schild halt, ne? Oh, können wir die kaputt machen? Ah. Chain hin, na gut.
Chained haben wir schon. Wir können natürlich, Beacon zerstört. Perfekt. Naja, ein Schaden. Gut, versuchen wir das Monster jetzt zu zerstören, Mann. Erstmal die Gems hier alle upgraden. So, der ist weg. Wobei, nö, ist egal. Ganz normal. Wenn du Zeit hast, mach das kaputt. Danke sehr. Wenn du Zeit hast, mach das nächste kaputt. Danke sehr. Und hier kann man nicht duplicaten. Alles klar. Schon erledigt. Poolbound. Den gelben, den habe ich gar nicht, ne? Den kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Den habe ich auch gar nicht. Das hat mit. Aber das ist Critical Hit. Alles gut. Das wäre Critical Hit. So. Machen wir da noch ein Türmchen hin. Und dann wird der Rest mal eben. Alles kaputt gemacht hier. Aber gar nichts. Nearest to Orb. Ja, danke. So, die letzten 16 Waves. Ist ja schnell gemacht. Jetzt haben wir noch einen Schrein. So, Barrage, Barrage. Birch ist schon eine geile Sache. Boah, ich hasse das Drecks hier, oder? Super nervig. Aber es kommt noch ein Gespenst, cool. Oder auch nicht. Ich glaube, ich hab's verscheucht. Vor allem, wie Schaden wir machen, obwohl die gerade mal Stufe 8 sind. Heftig. Sehr schön. Das kann man gleich mal wieder mit Trades spielen. Das ist mir irgendwie 1 zu einfach ohne Trades. Ah, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Haben keinen XP-Multiplikator. So, das sind aber die, die ich nicht... Ach, das habe ich auch nicht geschafft. Wobei, komm hier, let's go, ein bisschen... Bisschen Spaß muss sein, oder? Mir hat dieser Sound gefehlt, dieses Ding, 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 dass wir alle 10 Sekunden das Mana nur kriegen. Gut, ich möchte gerne... Dass wir nicht in der Nähe hiervon kämpfen. Verschließen kann ich die auch nicht. Das heißt, wir müssen hier oben kämpfen. Ich kann sie nicht um den Orb herumlocken. Wir haben auch... Wir haben 56. Das ist aber echt viel, muss ich sagen. 56 ist verdammt viel. Ich kann sie nicht so... Das heißt, Traps, denke ich mal, werde ich jetzt nicht nutzen können. Wir werden hier noch einen Turm hinsetzen. Und wir werden... Huch! Rechte Maustaste kann man das wohl auch nutzen. So. Oh. Ja, gut, das war natürlich jetzt nicht sonderlich clever. So. Dann würde ich gerne duplicaten. Ich denke aber tatsächlich, dass wir eher auf... Ne, müssen wir nicht auf Masse, wollte ich sagen. Müssen wir nicht gehen. So, auch das wird zerstört. Nächste wird zerstört, sobald wir langsam mal hier... mehr haben. Danke. So, wir werden erstmal hier hinten die Monsternester zerstören. Damit auf Structure. Und ich finde, wir sollten den hier verbessern. Aber wir reduzieren sogar die Armor damit. Das ist natürlich auch sehr geil. Auch sehr praktisch tatsächlich. So, du gehst mal hier hin. Duplicaten wir den gerne. Aha, wir reduzieren die Armor und greifen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Dann machen wir natürlich automatisch mehr Schaden. Guck mal hier, gehen wir auf Structure bitte. Auch auf Structure. Danke sehr. So. Dann können wir das gleich auch mal hier hinsetzen.
Dann wir ziehen die Arme und greifen ihn gleichzeitig an. Das ist perfekt. So, wir brauchen mehr Schaden. Perfekt. Gut, das sieht gut aus. So, was haben wir hier? Bolt. Ja, gehen wir hier aufs... Na, egal. Lass mal ganz normal. So, damit wird das Nest gleich langsam mal zerstört. Und wir haben jetzt verdammt viele Zauber auch, ne? Wir haben jetzt auch theoretisch Barrage. Wir haben auch verdammt viele Gegner gleichzeitig angreifen. Hexagonal Chest. Dann werden wir die ganzen Dinger hier mal zerstören. Raid 4. Raid 3. Raid 5. Und Raid 4. So, stellen wir das hier drüben hin. Danke. Wir haben insgesamt 56 Waves. Auch gleich weg hier. Ein bisschen upgraden. Mal ein bisschen Fokus machen hier. Wir stellen die alle mal ein bisschen zusammen hier. So, es kommt ein Schwarzer. Nee. Oh, ein Shrine wieder. Ein, wie heißt der? Shriek. Ah, natürlich schlecht. Raid 7 sind die. Naja. Da sollten wir uns echt keine Gedanken drum machen. Das Ding ist einfach absolut schlecht. Droppt das Ding was? 36 Shadow Cores droppt das. So, ich muss noch kurz upgraden. 6 und da kommt der nächste, nice. Was kommt jetzt noch? Okay, sowas kommt. 4000 Mana. Wir können natürlich mal den ordentlichen Slow reinpacken. Mit sowas. Und Suppressing meinetwegen. Mit einem Barrage. Special 30% mehr Specials. Was ist die Trap damit? Nee. Muss ich nochmal einen Barrage reinhauen. So. Gut, zack, auf zum nächsten. Structure, bitte. Okay. Haben wir 18.000. Haben wir gerne die Fallen verbessern. Shadow Course wieder dazu bekommen. Perfekt. Perfekt, sieht gut aus. Na, brauchen viel Initialmana, finde ich, ist das gar nicht so schwer. Mit viel Initialmana. Das ist alles recht flott. Ah, wir können Endurance Mode machen, let's go. 54 Shadow Cores. Mit 5 Grade 8 Gems und einem Grade 9 Gem verlieren wir instant. Oh, weia. Kommt aber sehr viel durch. Aber wir haben keinen Armor Shroud, ne? Oh, der hat keine Armor, der hat einfach nur wieder nur 5 Milliarden Leben. Na gut. Hat jetzt nicht viel gebracht. Nicht lohnenswert. So, wieder V16 bekommen. Die werden wir später einfach mal alle durchspielen. Damit haben wir V erledigt. Ne, G haben wir erledigt. G3, 1, 4 fehlt, ne? Und G4 fehlt hier noch. Die kriege ich wahrscheinlich woanders. Vielleicht erstmal C1 machen. So, haben wir da ein bisschen Action hier rein. War ein bisschen schwieriger. Mission, die wir noch nie gemacht haben.
Laufen sie alle in die Mitte. Okay. Finde ich aber, sieht ganz gut aus. Das heißt, wir können hier eine Trap platzieren. Aber da laufen zwangsweise alle Gegner dran vorbei. So, und da kommen noch ein paar Türmchen dazu. Hier? Na, aber. Allerdings haben wir hier gar nicht so viel. Duplicaten wir und dann werden wir noch einen Armor Shroud dazu packen. Bitte auf den mit dem höchsten Armor. Danke! Ich habe noch keinen Freeze ready gehabt. Huch. Die Waves? 56. Ich finde es so cool, dass die Türme einfach, dass die Gems, die man, dass man, oh Gott, ich hasse dich! Dass man die Gems einfach austauschen kann. Erste ist jetzt wohl immer dieses Drecksvieh. So, duplicaten wir mal. Ein Chain-Hit bräuchten wir jetzt eigentlich. Noch mehr davon. Haben wir noch einen davon? Ne, wa? Oh, 47? Oh, finde ich jetzt auch gar nicht so wenig Damage tatsächlich. Wir sind verdammt schnell. Was wir machen können, ist, wir können natürlich noch versuchen, ein paar mehr naja. Dass sie weiter rumherum laufen müssen, aber es hat jetzt vermutlich nicht allzu viel gemacht. Aber naja. Let's go! Na, kommt wieder diese Flattermaus? Ja, kommt die Flattermaus wieder. Wenn diese drei Striche sind, kommt immer die Flattermaus. Wo kommt sie? Unten links kommt sie. Okay. Alles klar. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Die laufen nämlich komplett an allem vorbei. Und jetzt kommt noch ein... Oh, ein Weißer. Okay. Sehr schön. Ja, erstmal den Fokus bitte. Danke. 28 Shadow Cross. Weiß nicht, warum das Ding gefährlich sein soll. Der Spire. Ich sagte doch voll schlecht, oder? Es gibt nur mehr 30 mehr Shadow Cores. Also mir macht das ehrlich gesagt, glaube ich, nichts aus, ne? Ah, der hat wieder hier einen Eingang geschaffen. Der explodiert natürlich leider, ne? Das ist ein Problem. Der kann explodieren und zerstört natürlich damit meine... meine gebauten Wände. 133, oh, das ist natürlich krass. 76 Shadow Cores und das ist Müll. Okay, let's go. Gucken wir mal ein bisschen die Waves, weil irgendwann sind die eh so, haben die eh so viel Leben. Na, wenn wir hier, noch sind es 37.000 Hitpoints, 3.500, 21.000, 1 Million. Na, plus das Giants. Da ist der Possessed Giant mit 1,590 hat's nur. Okay, jetzt keine Armor mehr. einfach die Armor weggemacht. Tschüss, Armor. Hau rein, Armor. So. Aber leider hilft das nicht viel. Na gut. War okay. Nochmal 27.000 XP dazu. Und ein Talisman dazu, oder? Ich glaube, das Corner Fragment haben wir dazu bekommen. Sehr schön. Wieder einen Tom Chamber Location. Let's go. Schauen wir, was wir hier machen müssen. Oh, Mann, ich hasse diese Mission.
So, wir müssen natürlich alle links lang gehen, das ist ja erstmal klar, ne? Um einfach hier genug Platz zu schaffen. So, dann müssen sie da lang. Sie laufen mal bitte da lang. Da musst du da oben lang. Ja, wir haben eine. Die Range ist okay, sie ist akzeptabel. Problem ist natürlich das hier, ne? Muss ich natürlich auch irgendwie bauen. Vermutlich werden wir den Eingang doch hier lassen. Ey, Mann, das ist ja voll widerlich. Und hier kann ich nichts, weil ich könnte sie aber vorbeilocken. Hätte sie vorbeilocken können. So. Na gut, dann müssen die, dann sind die einfacher. Das ist natürlich doof. Ich muss nämlich die eigentlich da hinten killen. Nee, das geht nicht. Ich muss die alle da rumlocken. Weil das kann ja sein, dass da oben auch ganz viele Swarmlings kommen. Die muss ich natürlich dann herumlocken. Schauen, ob das so funktioniert. Hier haben wir ein Monsternest und zwei Eingänge. Das ist auch nicht ganz einfach. Ja, damit sind sie schon mal da. Das ist schon mal nicht doof. Aber dann kommen die alle da lang. Wie soll ich das denn dann schaffen? Weil die sollen alle da lang kommen. Ich schließe hier. Dann müssen sie alle da lang kommen. Du machst es mal zu hier. Dann müssen sie nämlich unten rauskommen. Und wenn sie hier lang wollen, müssen sie erst einmal den Weg hier entlang. Dann sind sie hier und hier. Ja, na gut. Das bleibt tatsächlich erstmal so. Die kommen von da, kommen sie da unten lang. Naja, probieren wir's. Ein Chain-Hitter. Die Trap kann ich diesmal tatsächlich nicht nutzen. Ja, die ist tatsächlich ziemlich nutzlos. Great. Was ist das für ein Dingsen? Hier. Naja. Ich befürchte, ich werde das nicht schaffen. Wir gucken mal. Wir müssen zwei. Das kriege ich doch nicht hin, Alter. Vergiss es. Cursed and Frozen. Naja, Cursed ist jetzt nicht das Problem, aber das Problem ist, dass jetzt beide hier angreifen. Und die Range ist halt quasi nicht existent. WTF? Na, wir müssen es tatsächlich immer so machen. So, wir werden das mal beides upgraden. Wir haben eh nichts gerade. Ich konnte sie ja beide nicht rumlocken, das ging halt nicht. So, Swarmlings haben wir da. Hier kommt die Range einmal auf Minimum, bitte. Wieder auf Range hoch, um die sofort zu killen. Range wieder auf Minimum. Warten wir, bis alle durch sind. Bringt nichts, weil ich habe keinen Freeze. Okay. Kann sie zwar cursen, aber das bringt auch nicht viel. Noch 135. Und das sieht erstmal noch akzeptabel aus bei 40 Wellen. So, ihr geht wieder runter.
Ehrlich gesagt zu wenig, oder? Ich habe schon wieder keinen Freeze. Meine Güte, warum ist denn Freeze so langsam? Jetzt rächt sich, dass ich Freeze zu wenig gedingst habe. Zu wenig, oder so viel weggenommen habe. So, machen wir jetzt runter. Na, Curse ist nämlich deutlich, deutlich weiter vorne. So, auch mal ein Freeze hinterher. Perfekt. Immer schon wieder ein Kompass. Ich weiß aber nicht, was mir der Kompass sagen soll. So, wir gehen wieder runter. Wir gehen meinetwegen noch ein bisschen Barrage. 103 fehlen noch. So, keine Saplings, Swarmlings. So, da kommen zwar welche, aber auch andere gehen noch dazu. Ist egal. Sieht ganz gut aus. So, ein bisschen Freeze noch. Freeze 111 Cursed Monster. Wahrscheinlich haben wir noch Cursed and Frozen Swarmlings, okay. Wir haben noch immer noch 30 Wände. Das ist okay, das ist wirklich noch viel. Wir müssen natürlich darauf achten. Ja, aber die beiden kommen durch, das passt schon. Ah, das sind gerade sehr viele, das ist gut. Das Mana haben wir zum... zur Sicherheit. Wir werden hier einmal aufrüsten müssen. Für mehr Schaden. Da sind zu wenig Swarmlings. Da sind viele mit Schild. Okay. Dann lassen wir die mal durchlaufen. Da sind zwar ein paar Swarmlings, aber wie brauchen wir denn noch? 20, naja gut. Nehmen wir die mal mit. Oh, da kommen noch mehr, sehr schön. So, 4 brauchen wir noch. Haben wir das Freeze noch übrig, machen? So. Dass das Freeze da ist. So schwer ist es tatsächlich gar nicht, wenn man wirklich diesen Stopp-Dings nutzt. Den kleinen Stopp-Trick. Skill-Tome. Okay. Dann verwenden wir jetzt hier eine Trap. Ups. So. Dadurch kriegt's. Dann wird geupgradet. Ich würde sagen, wir zerstören mal kurz die Monsternester hier. Achso, das ist ein... Hätte ich den auch kaputt machen? Das geht nicht, ne. So, jetzt kommt wieder ein... Ein Geist kommt nur, denke ich, ja. Das sind keine senkrechten Schritte, das sind horizontale Streifen. Bam! 26 Shadow Cores, let's go! Und kommt ein neuer. Jetzt kommt aber ein dunkler. Ne, ist auch wieder ein weißer. Ja. So, Barrage, Barrage. Zack, zack. Und einmal auf den dann. Bam, 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 bam. Geile Sache. Schon wieder einer. So, da wird geupgradet. Habe ich nicht gerade gehört, dass da noch einer kam? Egal. Cool, geschafft. Und hat tatsächlich leider 5 Minuten länger gedauert, als ich gedacht hätte. So, können wir die Bolts hier reinpacken? Ah, komm mal hier. Zack, zack. Die Range, Alter. Guckt euch die an. Piu, 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 piu. Perfekt, 2 Field Tokens. Können natürlich noch Endurance Mode machen. Das geht auch noch. Fury. Token C3 und C4. Let's go, lass uns noch den. Kurz fix den Endurance Mode durchziehen.
Wenig Schaden machen wir nicht, ne? 2000 bis 5000 Schaden ist ganz okay. Ich finde schade, dass wir selber nicht so eine Amplifier. Seit wann können wir das? Oh mein Gott, bin ich schlecht einfach nur. Oh mein Gott, ich kann sowas? Jetzt mal reingucken hier. Range dazu, Shots per. Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Gott, ich bin so schlecht einfach nur. Zack. Mehr Range, mehr Critical Hit Damage und so weiter. Cool, wusste ich gar nicht. Ich hab gerade sagen wollen, ja, schade, dass wir keinen Amplifier bauen können. Aber können wir. Okay, muss ich demnächst mehr darauf achten, dass wir mehr Amplifiers bauen können. Oder mehr Amplifiers bauen. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ausmacht. Wir sind doch ohne Amplifier ziemlich strong, man. Und hätte ich die Amplifier jetzt nicht gebaut, hätte ich den 72.000 da hinsetzen können. Aber leider, das war's. Okay. Der hat mir ernsthaft 20.000 Mana weggezogen. Sehr schön. Achievement habe ich freigeschaltet. Talisman. Ah, müssen wir später mal noch durchgucken. Jetzt haben wir noch Fury dazu bekommen. Da. Plus 1% Experience von Monsters in A. Okay. Minus 3% Energy Monster Hitpoints und Armor Penalty. Auf 8. Okay, Leute. Leider eine sehr lange Folge. Aber wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.